Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen DM-Haul, ja, einer meiner Lieblingsvideos. Und ja, ich zeige euch wieder, was ich alles online bestellt habe. Und heute gibt es auch noch eine Verlosung für euch. Das wird auch die letzte, denke ich zumindest, die letzte Verlosung für dieses Jahr sein. Ein kleines Dankeschön an euch zu richten, das habe ich ja eh geplant. Deshalb vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Ja, bleibt auf jeden Fall dran und los geht's mit dem Video. Ich habe einige tolle Neuheiten und auch mal was anderes gekauft, zumindest für mich. Sind einige Produkte dabei, die mich schon sehr interessieren, auf die ich schon sehr gespannt bin. Und fangen wir mit diesen hier an. Und zwar ist das von Balea, der Rasierschaum Peachy Rose. Mit dem Duft von Rose und Pfirsich für empfindliche Haut. Ist auf jeden Fall eine Limited Edition, eine LE. Und das Packaging ist einfach, ja, genau so, wie ich es mir vorstelle. Ich bin ein bisschen zwiegespalten wegen dem Duft, denn ja, Rosé kann ich mir sehr gut vorstellen, aber Pfirsich, da bin ich wieder ein bisschen empfindlich bei so Sachen. Und das ist kein Gel, sondern ein Schaum, sprich, es kommt jetzt kein Gel, sondern ein Schaum raus, ja. Ja, klar, Daisy. Gut, muss man das vorher schütteln? Ich möchte das jetzt einfach auch kurz auf meinen Handrücken auftragen, einfach um den Duft zu riechen. Ist auch leicht rosa, kommt mir jetzt zumindest ein bisschen so vor. Der Duft sagt mir sehr, sehr zu, ist so ein erfrischender, blumiger Duft. Also ja, ich finde, er ist ganz angenehm und auf jeden Fall auch für mich total okay. Ich bin ja bei solchen parfümierten Düften immer ein bisschen, ihr wisst, was ich meine. Aber ja, der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal gut und jetzt habe ich das Teil hier auf der Hand und weiß nicht, was ich damit tun soll. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr flauschig. Flauschig? Kann sowas flauschig sein? Ja, riecht total gut. Dann, und eigentlich habe ich mehr als genug Duschgel zu Hause. Bei mir hapert es immer ein bisschen bei Shampoo und Spülung. Da habe ich immer ein bisschen zu weniger Vorrat im Gegensatz zu den Duschgels. Aber ich habe einfach nicht anders gekonnt und habe mir dann jetzt von Dove diese Pflegegeheimnisse Limited Edition Erholsamer Winter Ritual geholt. 100% recyceltes Plastik. Pflegedusche, Sandelholz und Wintergewürze. Und natürlich werde ich daran gleich schnuppern. Ich weiß noch nicht, ob mir der Duft so zusagt. Will jetzt nicht allzu viel sagen, mal sehen, wie es dann unter der Dusche ist in Kombination mit Wasser. Ist es dann auch oftmals so, dass sich dann der Duft noch ein bisschen verändert. Dann habe ich wieder zu diesem Denk mit Entkalker gegriffen für, ja, alle Geräte und Maschinen. Und ich finde halt einfach die Größe sehr praktisch. Ist so eine kleine Größe und sehr praktisch fürs Bad, denn im Bad stehen eigentlich ganz, ganz viele andere Sachen, die auch viel Platz brauchen. Unglaublich aber war, ich habe mir eine Palette geholt. Und keine Palette, die gerade total gehypt sind oder neu oder eine LE. Es sind ja sehr, sehr viele Paletten gerade rausgekommen in der Drogerie. Und nein, ich habe nicht dazu gegriffen. Ganz gewollt versuche ich da eher ein bisschen zu minimieren. Denn die meisten Paletten sprechen mich total an von den Farben her, aber ich muss halt auch sagen, es wiederholt sich auch immer wieder. Also ich muss ehrlich sagen, genau die Töne, die meistens rauskommen, habe ich irgendwie oder zumindest so ähnlich in einer anderen Palette. Ich finde es jetzt ein bisschen übertrieben, wenn ich da jetzt jede Palette mir hole, obwohl ich sie gerne hätte. Aber ich habe jetzt zu dieser hier gegriffen, die ist ja schon des Längeren am Markt und das ist von Catrice, die Clean ID. Ja, wie die meisten von euch wissen, ich achte zumindest schon
wenn möglich auf die Inhaltsstoffe, nur bei Make-up eigentlich eher nicht so. Und deswegen habe ich mal gedacht, ich probiere diese Clean ID, die ja mit 91% Natural Ingredients ist und vegan, und das ist die Palette in der Nummer 010 Light. Und mit diesen Farben, und ich denke, mit den Farben kann fast jeder was anfangen, sind so typische Alltagsfarben, die ich mir wirklich sehr gut vorstellen kann. Es sind auch zwei Schimmertöne dabei, was ich auch sehr schön finde, und ich werde die auf jeden Fall demnächst gleich mal testen und euch vielleicht auch davon berichten, spätestens in einem Favoritenvideo von mir oder auch nicht, werden wir sehen. Vielleicht habt ihr Erfahrung mit dieser kleinen Palette. Wenn ja, schreibt sie mal gerne in die Kommentare. Ich probiere jetzt gleich mal zwei, drei Shades zu swatchen. Probieren wir gleich mal einen Schimmerton. Der ist nicht so stark pigmentiert. Und den Braunton möchte ich auch noch. Ja, also der erste Eindruck, finde ich, ist so ganz okay. Es gibt wahrscheinlich bessere Paletten, aber trotzdem möchte ich die jetzt einmal austesten. Dann habe ich mir wieder zwei Nachkaufprodukte geholt, und zwar einmal hier den Slimmatic Ultra Precise von Catrice, der Augenbrauenstift, der ganz schmale in der Farbbezeichnung 020 Medium, den ich mir immer wieder mal hole. Ja, den liebe ich einfach vom Preis her ganz toll. Und dann habe ich mir auch noch diesen Essence Eyebrow Stylish geholt. Lash and Brow Gel Mascara von Essence. Das Produkt habe ich zu Hause und das wird jetzt schon langsam leer. Einfach um die Augenbrauen in Form zu halten, finde ich es total gut und ausreichend. Weiter geht's dann mit diesem Produkt hier. Das hat mich so angesprochen, und das sind Duschgel-Sets mit 4 magischen Düften von Balea und ist auch eine Limited Edition, denke ich. 4x60ml und vegan. Und dann schauen wir gleich mal hier rein. Oh, sind die süß. Duschgel Winter Charm mit dem Duft von Vanille und Honig. Dann Magic Time mit dem Duft von Cassis und Jasmin. Sehr frisch. Dann das hier in Orange mit dem Duft von Mandel und Pfirsich. Die sind wirklich ganz gut. Das riecht, finde ich, sehr nach Herbst-Winter. Und das letzte ist hier so in einem Blau und mit dem Duft von Haselnuss und Schokolade. Oje, das ist bestimmt jetzt nicht mein Duft. Nein. Nein. Es geht, aber nein. Ich mag eigentlich nicht unbedingt Produkte, die nach Schokolade riechen. Ich würde sie lieber essen, als sie zu riechen. Also, weiß nicht, da bin ich vielleicht ein bisschen komisch, aber ich mag keine Produkte, die nach Schokolade duften. Aber na gut, vielleicht kommt das auch in eine Verlosungsbox rein. Ja, meine Lieben, ihr wisst, wenn ich online bestelle, bekomme ich meistens ein Gratisprodukt mit dazu. Und dieses Mal habe ich mich schon ein bisschen erschrocken. Meistens sind es so kleine Pröbchen wie Zahnpasta oder eine Mini-Bodylotion oder ja, mal einen Schokoriegel, der neu ist. Aber dieses Mal, gab es diesen Manhattan Nagellack dazu. In der Farbnuance 640 Velvet Kiss. 10 up 2 days last and shine. Wahnsinn, ich bin echt sprachlos. Und hier unten steht sogar noch ein Etikett drauf mit Gratis für Sie. Muss mir da mal meine Nagellacksammlung anschauen, ob ich den vielleicht sogar brauchen kann. Wenn nicht, dann werde ich ihn zu meinen Haufen hier vorne legen, dort wo einfach die Sachen für euch gelagert werden, für Verlosungen, wo ich immer wieder sammle. Das nächste Produkt ist das hier, und zwar ist das von Spirits.
of White Vanilla, ein Eau de Parfum und ich bin sehr gespannt, denn von der Bewertung her war das Parfum hier ziemlich gut bewertet und Vanille jetzt zu dieser Jahreszeit finde ich einfach toll. Deshalb ja, werden wir es jetzt gleich mal ausprobieren. Das Flakon sieht so aus, wunderschön. Spirit ist ja eine sehr günstige Marke und das wäre halt eher so ein Parfum für den Alltag oder halt für, ja, einfach zu Hause. Ich mag es auch gerne zu Hause gut duften, von dem her. Ja, er ist nicht schlecht. Für den Alltag total ausreichend. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich ihn mir wahrscheinlich nicht mehr nachkaufen würde. So ein richtiger Herbst-Winterduft ist es auch nicht, so dieses typische Vanille, sondern irgendwie schon fast in Richtung einen Frühlingsduft. Ich weiß nicht. Ja, der soll auf jeden Fall so für den Alltag oder auch einfach so zur Arbeit sein. Vielleicht vermache ich ihn auch meiner Tochter, denn die bekommt ab und an mal sehr selten auch einen Parfum raufgesprüht. Das wünscht sie sich immer gerne. Aber ja, ich sage dann schon immer zum Kindergarten etc. Mag ich das nicht, wenn sie das drauf hat, aber so am Wochenende, dann sage ich auch nicht nein. Das hier habe ich mitgenommen und das ist von Balea ein Douche Peeling. Hat mich auch total angesprochen und ist eine Oil-to-Milk Bodypflege. Ja, ich finde das Produkt wäre auch ein sehr schönes Geschenk. Ich möchte jetzt aber trotzdem mal reinschauen und ja, mal sehen, wie das hier so aussieht. Es sind auf jeden Fall zwei so Pots drinnen. Einmal hier mit dem Duft nach Reismilch und Bambus. Und einmal mit dem Duft nach Kokos und Bambus. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die vielleicht sogar komplett verschlossen sind. Ja, leider schon. Ich kann mir das einfach gut vorstellen, gleichzeitig peelen und die Haut zu pflegen. Da es ja ein All-to-Milk Body Peeling ist, denke ich, dass das auch gleich ein bisschen pflegend ist. Die Rezeptur mit Zucker- und Bambus-Peeling-Körnern befreit die Haut sanft von abgestorbenen Hautschüppchen und schenkt ein samtig weiches Hautgefühl. Bei der Anwendung mit Wasser entsteht eine milchige Konsistenz. Ja. Sind jeweils 150 ml und ist vegan. Weiters dürfte hier von der DM Bio Eigenmarke eine Backhefe mit ohne Anrühren für 500 Gramm Mehl. Denn ja, die Hefe ist eigentlich so gut wie überall ausverkauft. Und ja, deswegen habe ich da einfach mal zur Not zu diesem Produkt hier gegriffen. Um meine Nase zu pflegen, ihr wisst zumindest einige von euch, dass ich hier ein bisschen Probleme habe. Immer sehr trockene Schleimhäute. Ja, deswegen habe ich mir hier von Mivolis diese Nasencreme geholt mit Dexpanthenol zur Anwendung an und in der Nase. Ist auf jeden Fall sehr pflegend und auch meine HNO-Ärztin hat mir gesagt, wenn man solche Produkte verwendet, haften Bakterien, Viren schlechter an der direkten Schleimhaut. Also ja, einfach auch eine Pflege und trotzdem einen Schutz, also 2 in 1. Ich verwende es eigentlich vorm Schlafengehen, da gebe ich mir ein kleines bisschen etwas hier in die Nase rein und mache dann so, damit sich das ein bisschen verteilt, denn ich stehe immer wirklich kurz vorm Nasebluten, so trocken ist meine Schleimhaut, ja. Deswegen vor allem jetzt zur kalten Jahreszeit bin ich da immer ein bisschen vorsichtig und habe da gerne etwas zu Hause. Dann habe ich mir auch so einen Riegel mitbestellt, ist von DM Bio, der Marzipan-Riegel mit Zartbitterschokolade und der ist leider schon leer, denn ich habe hier die letzten Tage dieses Büro hier auf Vordermann gebracht und da ist mir der einfach in die Augen gesprungen und er hat mich nicht mehr losgelassen, deswegen habe ich ihn geöffnet. Nicht nur meine Schleimhäute und meine Haut, sondern auch meine Hände sind auch sehr trocken zu der kalten Jahreszeit. Ich habe dieses Mal zu
Periprotect gegriffen, denn da sind die Inhaltsstoffe total in Ordnung. Ohne Bedenken für trockene und empfindliche Haut, parfümfrei mit Bio-Kamillenextrakt, vegan, extra schnelles Einziehen und ohne Mikroplastikpartikel. Ohne Farb- und Konservierungsstoffe, ohne Parabene, ohne Silikone, ohne Mineralöle. Dermatologisch sehr gut. Effiziente Keimreduzierung um bis zu 99,5%. Wenn ihr die Marke Periprotect kennt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Die Inhaltsstoffe sind wirklich sehr gut. Und ich würde sagen, ich teste die gleich mal. Im Sommer habe ich da die Sonnencreme dazu gehabt. Da, ja, sie ist zwar von den Inhaltsstoffen auch ganz gut, nur halt ein Inhaltsstoff war drinnen, der nicht so gut war, aber sonst. Jetzt probier. Oh, da kommt aber viel raus. Oh. Ach du Scheiße. Das war zu viel des Guten. Ist auf jeden Fall total geruchslos. Leicht zu verteilen, was ich bei der Sonnencreme nicht sagen konnte. Die war echt schwierig zum Einarbeiten. Also die würde ich mir jetzt auch absolut nicht mehr nachkaufen. Ich war dazu mal froh, sie gefunden zu haben, denn ich habe wirklich fast keine Sonnencreme gefunden, die total mit guten Inhaltsstoffen ist. Jetzt habe ich eine zu Hause, jetzt wo der Sommer vorbei, längst vorbei ist. Ja, mein App CodeCheck sagt auf jeden Fall, dass das Produkt wirklich ganz gut ist und ja, der erste Eindruck ist auf jeden Fall total gut. Weiter geht's dann mit einer Augentuchmaske, die ich schon mal hatte und die ich sehr, sehr, sehr gut fand. Das ist die hier von Balea. Diese Aquatuchmaske für jede Haut. Bei geschwollenen Augen spendet kühlend erfrischend Feuchtigkeit mit Hyaluronsäure, Kokoswasser und Algenextrakt. Und ich finde die wirklich sehr gut, dass sie hier seitlich auch eigentlich geschlossen ist und man bekommt ja hier auch diese Lachfältchen. Das ist dann gleich hier mit bereinigt oder halt auch gleich gepflegt. Das finde ich sehr, sehr gut. Sie ist halt vielleicht ein bisschen teurer als andere Augenpads, aber ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich mir von Rexona dieses Deo geholt. Ich habe ja eigentlich für sportliche Tage, für schweißreiche Tage, wie soll ich das jetzt sagen, habe ich ja immer dieses Rexona Maximum Protection, nicht in grün, sondern in blau. Und das hier ist neu, ist zu nennen Gold-Rosa und riecht sehr gut, oh mein Gott. Wow. Fast schon ein bisschen elegant. Ich weiß, das Produkt ist absolut von den Inhaltsstoffen nicht zu empfehlen. Trotzdem kann ich an gewissen Tagen nicht ohne dem Produkt. Und ja, habe da immer auch ein Produkt auf Vorrat. Das Grüne hat mir jetzt nicht so zugesagt. Da gefällt mir das Blaue besser, aber mal sehen, ob das hier auch so gut ist. Vom Duft her sehr, sehr gut. Das Balea Reinigungsöl dürfte auch wieder mit. Ja, ich zeig's immer wieder. Ist auch immer wieder ein Nachkaufprodukt von mir und darf nicht in meiner Hautpflege bzw. Abschminkroutine fehlen. Das letzte Produkt ist das hier und ja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob es bei mir bleibt oder nicht. Das ist, glaube ich, auch eine LE Gentle Pomegranate. Ist auf jeden Fall eine Bodylotion, eine Handcreme und ein Bodypeeling. Und da mich der Duft so interessiert, schnuppe ich mal hier dran an der Bodylotion für jede Haut. Ist mit 200 ml und mit dem Duft nach Granatapfelkernöl und Granatapfelduft. Also der Duft, der ist sehr, sehr sanft und sensitiv, fast nicht zu riechen, würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall vom Duft her ziemlich angenehm und ich finde das gesamte Produkt sehr, sehr gut. Lauter tolle Sachen, die man jetzt zur kalten Jahreszeit gut brauchen kann. Eine Handcreme für sehr trockene Hände. Dieses Peeling ist ja immer, ja, kann man eigentlich immer verwenden. Und eine Bodylotion für trockene Haut ist auch sehr, sehr gut.
Meine Lieben, das war der DM-Haul. Kommen wir zur Verlosung. Ja, ist jetzt nicht meine erste Verlosung. Die meisten wissen, wie das bei mir läuft. Ihr müsst dem Video einen Daumen nach oben geben. Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein und einen Kommentar hinterlassen mit dem Hashtag Verlosung, damit ich weiß, dass ihr teilnehmen möchtet. Und bitte lest euch auch die Teilnahmebedingungen durch. Die stehen in der Infobox. Die Verlosung wird auch eine gewisse Laufzeit haben, so meistens 14 Tage. Steht aber dann auch alles in der Infobox. Und am Ende der Laufzeit werde ich dann den Namen der Gewinnerin, des Gewinners, je nachdem, ja, werde ich dann in die Kommentare schreiben und anpinnen und denjenigen auch persönlich in den Kommentaren anschreiben. Ja, also das erste Produkt ist mal von T-Recept dieses Hallo Herzenswärme Feigen-Orangenöl mit hochwertigem Pflegeöl. Das duftet so, so gut nach Orange. Dann gibt es von Rituals eine Nagelfeile mit dazu. Von Eos einen Lippenbalsam in einer ja, weihnachtlichen L.E. Candy Can Swirl Super Soft Sheer Lip Balm. Ja, ist sowieso ein bisschen weihnachtslastig. Ich habe da ein bisschen Produkte dieses Mal genommen, die ein bisschen so zu Weihnachten passen. Dann habe ich hier so ein Duft-Dupe. Oder wie soll ich das nennen? Ein Fake-Produkt ist auf jeden Fall das Parfum von Lady Million von Paro. Boah, ich kann nicht mehr sprechen. Ja, ihr kennt wahrscheinlich alle den Duft und ich hatte ihn selbst schon mal in Original und finde ihn auch sehr, sehr gut. Ist aber nur ein so ein kleines 20-Milliliter-Dings. Dann gibt es hier von Kneipp ein Badesalz All I Want for Christmas. Von Dresdner Essenz ein Winterwärme-Schaumbad, eine Tuchmaske von Balea Be Frosty für jeden Hauttyp. Von Langhaarmädchen gibt es dieses Trockenshampoo mit dazu, das finde ich selbst auch sehr gut, hatte ich schon mal. Und ja, dann gibt es hier einen Blenderpinsel von Ebelin, ist so ein Duo-Pinsel, also hier und hier. Die Palette habe ich euch schon in einer meiner Action-Haul-Videos gezeigt, dass ich die an euch verlose. Und ich mag sie selbst auch richtig gerne. Und ja, wunderschöne Farben. Ja, ich habe da zwei gekauft. Eine soll für euch sein, deshalb kommt die auch mit dazu. Dann gibt es hier noch von Balea eine ultrasensitive Reinigungsmilch. Für Gesicht und Augen ohne Parfüm, Parabene und Farbstoffe. Die Glow-Ampullen, die verwende ich eigentlich auch sehr gerne und sind von Elisa Jones. Das ist hier so eine 7-Tages-Kur. Dann gibt es hier noch ein Serum mit dazu, das Q10 Serum. Das ist auch eine Ampulle von Safet Advance. Das Produkt, das habe ich euch ja eh vorhin schon gesagt, das bekommt ihr auch mit dazu, ist das Duschgel Let It Snow. Dann gibt es von Mana diesen Glow Illuminator dazu. Einen Rasierer von Wilkinson. Und zwar ist das der Mermaid Edition Quattro for Women. Mit Aloe Vera und Vitamin E. Und habe auch schon gehört, dass der richtig gut sein soll. Dann habe ich hier noch ein kleines Säckchen. Da ist dieser Puderpinsel mit dabei. Ein kleiner Make-up-Schwamm von Max & More. Ein Lippenstift und Lip Liner. Von Trend It Up dieser Ultra Matte Serie. Eine Lip Cream in der Farbbezeichnung 012, genau, also in der Nummer 12, verwende ich selbst auch sehr gerne und ist auch gut deckend. Dann ein Single-Lidschatten in einem wunderschönen Goldton und dieser Nagellack. Ja, meine Lieben, ich drücke euch allen die Daumen und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt mir das gerne mit einem Däumchen nach oben und bedanke mich jetzt noch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.